Guten Tag. Buongiorno. Es hilft einfach nichts. Ich muss meinem Vornamen gerecht werden, auch wenn ich genau 0% italienische Gene habe. Ja. Aber heute gibt's Zudeln. Carbonara. Genau. Jetzt. Also, wir machen natürlich Zudeln und nicht Nudeln. Also keine Spaghetti, sondern Zucchini-Nudeln. Zucchini-Nudeln. Wir haben sogar mal gelbe erwischt. Ja. Das passt auch optisch dann ganz gut. Ja, fanden wir beide ganz toll. Genau. Außerdem brauchen wir, das ist gewürfelter Speck, gut durchwachsen. Mhm. So 120 Gramm rum habe ich genommen. Zwei Schalotten in Scheibchen geschnitten. Einmal eine Bio-Sahne. Genau. Serrano. Das ist Serrano-Schinken, der kommt hinterher frisch drüber, der wird natürlich nicht angebraten, der ist doch nicht wahnsinnig. Vier Eier, vier ganze, so 1,5-2 Knoblauchzehen fein gehackt und 80 oder 100 Gramm Parmesan frisch gerieben. Selber gerieben. Natürlich selber gerieben, ja. Keine Trennmittel und so. Ja, und außerdem brauchen wir eine große Pfanne. Und Butter? Und Butter zum Anbraten. Was ich vorenthalten habe, weil ich es völlig vergessen habe, es kommt außerdem ein halber Becher Schmand mit dazu, weil wir das so machen. Und Salz und Pfeffer natürlich, was ich auch vergessen habe. Aber das ist ja immer irgendwie dabei. Ja. Oh Gott! Ja, darf ich Eier da reinschlagen? Du darfst Eier da reinschlagen. Weil wir verquirlen die Eier. So auch schon ganz blau. Ja, wir verquirlen die Eier vorab mit der Sahne und dem Schmand. Selbstverständlich. Das ist ungefähr ein halber Becher, ne? Genau. Hast du, glaube ich, gerade gesagt. Genau, das ist ein halber Becher, weil ich das so gesagt habe. Ja, okay. Ich bin ja gar nicht im Bild. Das geht mir auch öfter so. Habe ich die Eier reingeschlagen? Hast du super gemacht. Hast du die Sahne reingetan? Habe ich die Sahne reingetan. Ja, so, verquirlen darfst du, weil das kann ich nicht. Also, ein bisschen Salz und Pfeffer darf jetzt auch gleich schon dazu. Wen jetzt die schwarzen Punkte da drin stören, der darf auch weißen Pfeffer verwenden. Wir mögen keinen weißen Pfeffer. Ja, aber eigentlich nicht in dem Fall. Also nicht einmal, weil wir es nicht mögen, sondern weil nämlich der schwarze Pfeffer ein ganz wichtiger optischer Bestandteil der Carbonara ist. Echt? Spaghetti Carbonara ist nämlich ein traditionelles Gericht aus Italien der Köhler und Minenarbeiter. Und der Pfeffer ist tatsächlich, der kommt nämlich nachher auch nochmal frisch drüber. Der Pfeffer ist nämlich tatsächlich die Erinnerung an diesen Kohlenstaub etc. pp. Das ist wirklich so. Okay. Und deswegen geht weißer Pfeffer überhaupt gar nicht. Und jetzt braten wir die Zudeln an. Nee, jetzt braten wir den Speck an. Das sind immer andere Dinge hier. Hey. Ja, schlimm. Da wir ein typisch italienisches Gericht machen, nehmen wir natürlich unseren Wok zum Anbraten. Haben Italiener überhaupt große Pfannen? Vermutlich. Oder sind es die Spanier mit ihrer Paella? Das sind die, die man mit Ferri Ultra sauber macht. Yay. Yeah. Die Werbung kennt heute, glaube ich, keiner mehr. Der Speck. Via Riba und Via Bajo. Ja. Genau. Der Speck wird natürlich ohne Butter angebraten, braucht man ja nicht. Und auch erstmal ohne die Zwiebeln, weil der soll knusprig werden. Und wenn wir den mit den Zwiebeln zusammen knusprig anbraten oder mit der Schalotte, dann wird die schwarz, was wir nicht wollen. Hör mal, der Speck macht Töne. Hallo Speck. So, jetzt wo hier alles so schön laut ist, muss ich mein Mikro etwas näher an den Mund nehmen. Ja. Und jedenfalls der Speck ist jetzt halb fertig und jetzt dürfen die Zwiebeln? Nee. Zwiebeln? Schalotten. Also doch Dinge mit Z. Ja. Mit rein. Schalotten? Zwiebeln. Ah. Andächtiges Zusehen unsererseits. Ja. Unser Speck soll knusprig werden. Andächtig. Nein, nein, nicht so andächtig. Das ist nicht wir. Nein, nein. Lass das. Dumm. Es ist jetzt dann mit den Zudeln tatsächlich auch wichtig, dass die richtig heiß werden. Und dann kann nämlich nachher das Ei-Sahne-Gemisch ein bisschen stocken, wenn es dazu kommt, weil das soll ja nicht mitgekocht werden oder sowas. Sonst haben wir ja Rührei hinterher. Wenn wir ja. Und Rührei wäre doof. Ja. Und doof wollen wir nicht. Nee, Rührei wäre deswegen doof, weil Rührei haben wir nämlich schon gemacht. Kannst du da oben sehen über dem I? Hm. Jetzt kommt ein Stückchen Butter dazu. Und jetzt kommen die Zudeln. Die wir natürlich mit unserem Spiralschneider und so weiter, ne? Den ich gern mal unten in der Infobox verlinken kann. Ja, das Ding ist Gold wert. Ja. Falls du mal ein einfaches Erklärvideo nur über diesen Spirelli haben willst, dann lass uns das mal unten in die Kommentare wissen. Dann machen wir das. Das wird ein interessantes Video. Weil das wird voll komplex mit
Wir haben den Knoblauch vergessen. Ja, ich... Schmeiß mal rein. Es wird ein komplexes Video somit. Weil Spiralschneider ist halt Ding einspannen und drehen und dann kommen da vorne Dinge raus. Also so nudelartige. Ja, aber man kann ja da die verschiedenen Scheiben, die es gibt, mit vorstellen. Okay. Ja, vielleicht, wenn du dir sowas wünschst, dann wünsch dir das, dann machen wir das. Wir gehen auf ganz viele Wünsche ein. Ja, ich hätte auch einen Wunsch. Ja. Etwas Salz. Das sieht aus wie Zitronen. Ja, schon, gell? Mhm. Es geht natürlich auch mit grünen Zucchini. Ja, aber mit gelben sieht es cooler aus. Ja, so gelb. Und ich würde sagen, jetzt sind die Zudeln heiß genug. Das heißt, wir nehmen jetzt die Hitze weg. Und jetzt kommt die Ei-Sahne-Mischung drüber und dann kräftig rühren. Jetzt schon? Ja, einfach. Genau. Jetzt darf durch die Wärme das Ei etwas stocken. Dann wird es nämlich so schön schlonzig. Warum heißt es eigentlich Carbonara? Was heißt Carbonara eigentlich? Speck und Ei? Ich weiß es nicht. I don't know. Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Vielleicht aber ist du das weißt, auch, warum da schwarze Punkte drin sind. Ja. Vielleicht auch wieder nur eine Bezeichnung für die Gegend. Also ich hätte gedacht, das heißt irgendwie Speck und Ei. So, und aber jetzt Carbon ist ja eigentlich Stahl. Carbon ist Carbon. Jetzt, was? Parmesan? Ja, eine große Handvoll. Schön verteilen. War das eine große Handvoll oder ja, war das passt. Einfach nur eine Brunni? Gut. Ja, ich glaube, mit Induktion reicht die Restwärme tatsächlich nicht ganz. Wir brauchen trotzdem noch ein kleines bisschen Wärme nach. Sonst stockt es ein nicht genug. Dann das sieht lecker aus. Würde ich sagen. Können wir essen? Ja, Zeit zum Anrichten. Oh. Fast. Ah, Schinken! Fätzchen reißen. Ja, wir haben den Serrano fast vergessen. Ist der eigentlich klassisch oder? Nö. Schnuckig. Ja. Jetzt weiß wieder keiner, warum ich schnuckig so. Aber jetzt sind wir fertig. Nachdem das jetzt so einfach war, würde ich jetzt gerne endlich mal wissen, wie das schmeckt. Weil das schwer fand ich war das nicht. Nee, war es nicht. Aber du beschwerst dich immer, dass ich dir zu viel in den Mund stecke. Wenn du mehr Gemüsenudelrezepte haben willst, dann lass uns ein Däumchen da und vielleicht einen Comment. Und ja, wenn du Ideen hast, was wir gerne so umsetzen sollen, dann schreib's uns doch einfach. Wir sind da ziemlich zugänglich. Schmeckt's? Und zwar unten in die Kommentare. Ja, das schmeckt saulecker. Das ist gut. Dann werde ich jetzt auch probieren. Und ich will von dir wissen, wie du deine Nudeln, Zudeln, was auch immer, gerne isst. Da oben ist so eine kleine Umfrage unter dem i. Da klick da mal drauf, da sind ein paar Optionen. Ich weiß nicht, ob man... Nee, wenn du sie anders isst, dann klick anders an und dann schreibe uns unten in die Kommentare bitte rein, wie anders du die gerne magst. Klick auf das i. Ja, ansonsten Abo, Video, Link zum Blog und so weiter. Und so weiter ist unten in der Infobox. Genau, ja. Sie hat da mehr Plan als ich. Und da ich total tierisch viel Hunger habe, würde ich jetzt gerne essen. Ja, wir gehen jetzt Abendessen. Ja. Tschüss.